Achtung! Es könnte sein, dass diese CD explodiert. Falls diese CD nicht explodiert, dann macht sie zumindest Geräusche. Also, Pupsgeräusche. Aber es riecht nicht. Kein bisschen. Wenn die Linus Sprüngli ließ den Ballon sinken, als sie nur noch an wenigen Metern Höhe schwebten, geschah etwas Merkwürdiges. Bisher hatten Jonathan und Sascha am Boden kaum jemanden gesehen, nur zwei oder drei Wachen, winzig klein im Hof des Palastes oder auf den Mauergängen. Aber nun kam Leben auf. Rufe erschollen. Hunderte Aufgeregte strömten aus den Palasttoren. Sogar aus dem nahen Dschungel liefen Menschen herbei. Sie waren leuchtend grün gekleidet. »Ist ja ulkig«, rief Sascha erstaunt. »Wohnt hier der Froschkönig?« Na, da hatte sie was gesagt. Kaum hatten sich die Schaulustigen versammelt und starrten nach oben, gaben Trompeter auf den Palastmauern ein quäkendes Signal. Alle Menschen am Boden drehten sich wie auf Kommando herum, bückten sich, reckten die Pos in die Höhe und... Heider Herrens, der führt wie ein Pups, wie der Fröschli, das ist cool. Dann krachte es nochmals. Die Schüler schrien vor Schreck auf und Sportlehrer Würgel fiel auf das Sofa zurück. Die Lehrer und die Abgesandten der Stadt bekamen große Augen. Der König dieser Insel hatte den Luftkurort Blähingen um Entwicklungshilfe gebeten. Das war wohl dringend nötig. Grüne, rote und blaue Rauchwolken bollerten über die Bühne, hüllten das Publikum ein. Und dann startete Jo Raketenpo. Er hob ab mit Düsenkraft. Und er zog eine rote, eine blaue und eine entengrützengrüne Rauchspur hinter sich her. Wie ein Kunstflug-Düsenjäger fauchte er im Steilflug nach oben, reckte die Super-Jo-Faust, flog 5000 Meter hoch, drehte eine Pirouette, schraubte sich in den Sturzflug und raste zurück auf den grünen Palastgarten zu. Flitzte über das Lehrersofa und die Oberbürgermeister mit Gefolgesessel hinweg und stieg erneut hoch. Die Pinguine, das heißt die Schüler, tobten vor Vergnügen.